Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike und wir spielen wieder Tides of Numenera weiter. Beim letzten Mal haben wir Ohne Furcht entdeckt. Das war der alte Memovira. Sehr spannend. Wenn auch ein bisschen zäh von Gesprächsführung hier. War nicht gerade der schnellste Sprecher. Aber gut, was soll er geht. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, während ich den Schnitt gemacht habe für die letzte Folge. Ich habe die Händler vergessen, die neben Grizzler gestanden sind. Hier. Ich habe mit denen nicht gesprochen, wenn ich mit denen sprechen kann überhaupt. Doch kann ich. Dann soll ich mit denen sprechen. Die zwei Händler wenden sich dir zu. Der eine ist ein untersetzter Mensch mit einem großen Kopf und einem breiten, knochigen Gesicht. Der andere ist ein ungewöhnlich dünner und kränklich wirkender Vajellen. Sein Kamm ist mit dir unbekannten Symbolen verziert. Beide sind reich gekleidet. Ich hoffe, du hattest nicht vor, die Ascension zu besuchen, mein Freund, sagt der ständig finster dreinsteuernde Mensch. Der einzige Weg war dort durch. Er zeigt auf den riesigen Rachen, der sich am anderen Ende der Plattform geschlossen hat. Ja, sagt mir mal, warst du unterwegs zum Handelsposten? Ja, natürlich, sonst wäre er nicht hier in die Richtung gelaufen, nehme ich an. Wohin sonst? Die Ascension hat ihre Tücken, aber sie ist mit einer Vielzahl nützlicher Dinge gesegnet. Im Gegensatz zu diesem Ort hier. Versuch mal, jemanden einen Batzen bebendes Flurfleisch zu verkaufen. Der Händler blickt mürrisch drein und spuckt aus. Wir handeln mit Kristallen von Ascensionsort. Gute Geschäfte dort, schlechte Geschäfte hier, meint der Vajellenhändler. Der Vajellen versucht, mürrisch reinzuschauen und auszuspucken wie sein Freund, schafft es aber nur, die Vorderseite seiner Kleider mit einer bläulichen Flüssigkeit aus seinen Nasenschlitzen zu besprühen. Hat nicht so gut geklappt. Ja, was hältst du denn von deinem Führer? Du meinst Grizzler? Der Mensch wirft dir einen verdrießlichen Blick zu. Er brachte uns sicher über den weiten Hof und führte uns entlang der vielen Gefahrenmeter dieser Plattform. Wirklich, ein begnadeter Entdecker. Avel meint, viele reden gut von dem Grizzlmann. Stell er fest. Sie sagen, die Flur mag ihn, falls so etwas möglich ist. Was ist denn hier passiert? Klär mich auf. Als wir näher kommen, wachsen dem Eingang Zähne, sagt der ausgemergelte Vajellen. Er spricht mit einem seltsamen, zögerlichen Akzent, als wäre die Wahrheit nicht seine Muttersprache. Die Zähne werden groß und zu einem riesigen Gebiss. Es kommt herunter, plötzlich und grausam. Alles passiert so schnell wie 5 Schritte. Der Mensch zieht eine Grimasse. Der Flur ist gut für 3 Dinge, mein Freund. Rauch ausfurzen, der einem in die Augen brennt, fauliges Wasser auspinkeln, das wir trinken sollen und auffressen, wen oder was er will. Gedanken scannen. Ich hasse diesen Ort auch. Zu schade, dass es ein guter Pfad ist, ein paar Schillen zu verdienen. Oder jedenfalls wahr. Was habt ihr denn jetzt vor? Der Kesselmann will, dass wir mit ihm in die Tiefen des Flurs gehen, zu anderen Mündern, Rachen, Schlünden, die zum Handelsposten führen. Wir sind nicht dumm, wir sagen nein. Der Vajellen verzerrt dein Gesicht zu einem finsteren Ausdruck, der eine beeindruckende Imitation seines Begleiters abgibt. Er hat ganz klar geübt. Ich kann euch sagen, welchen Weg finde. Zeige euch, wo der ist. Nur kann passieren, dass der Weg dann nicht mehr da ist. Also, wie gesagt, es kann sich jederzeit ändern. Vielleicht wäre es besser, einen Weg zu suchen, als herumzustehen und nichts zu tun. Einfach mal auffordern, dann wird denen wahrscheinlich was passieren. Und das passt wieder nicht zu meiner Goldgezeit. Es ist zum Davonlaufen. Hätte ich doch eher rot gespielt oder so. Nein, Goldgezeit muss es sein. Wirst du wohl einfach hier bleiben, Kollege? Ja, wenn ich einen anderen Weg finde, Helfersyndrom, dann berichte ich dir davon. Der Händler hebt eine buschige Augenbraue. Das ist großzügig von dir, was mich annehmen lässt, dass du irgendetwas Hinterhältiges im Schilde führst. Aber kümmere dich nicht drum, das ist meine pessimistische Art. Gedanken scannen. Es ist wahrscheinlich nur Reden. Er wird nichts finden. Falls er es tut, kommt er für uns nicht wieder. Ich muss ja sowieso hier wieder zurück, Kollegen. Also wenn ich da mal drin war, vielleicht kann ich sogar das Maul wieder öffnen.
Es gibt ja nichts, was ich nicht schaffe. Ich verwüste so ganze Landstriche, ohne es zu wollen. Also, wollt ihr von mir. Ich versuche nach Ascension zu kommen. Was kannst du mir darüber erzählen? Eine Welt aus Kristall, wie dieser. Der Vajel zieht einen fingergroßen Edelstein aus seiner Tasche. Er scheint von selbst zu beben, als wäre er lebendig. Alles in Ascension ist aus Kristall, auch Lebewesen. Er ist ein kalter und dunkler Ort. Die Sonne ist zu klein am Himmel. Der Mensch meint, wir entfernen uns nicht weit vom Eingang, fügt er hinzu. Niemand, der Verstand, tut das. Hast du was zum Handeln? Sprich nicht für mich. Noch nicht. Wir bieten unseren Kontakt in der Ascension Salze, Fährmittel und alchemistische Pulver an. Er es, was auch immer, absorbiert, was ihm gefällt und gibt uns dafür Kristallartefakte. Wenn wir jemals dorthin kommen, dann habe ich etwas zum Handeln. Und ich denke, dass wir gar nicht so schlecht sind, was er hat. Er fährt fort. Du könntest es bei dem Fleischhändler auf der nächsten Plattform versuchen. Er wendet sich seinem Begleiter zu. Wie war noch gleich sein Name? Sondergott. Sondermund. Achso, genau, Sondermund war das. Sondermund. Jedes Mal, wenn er den Namen ausspricht, nickt der Vajen schnell. Er ist zwei Männer, aber auch einer. Ja, das hätte ich vorher wissen sollen, ne? Hätte ich ihn nicht fragen brauchen. Dann bist du sicher, dass du nichts zum Handeln hast? Er schüttelt seinen mächtigen Kopf. Wenn wir je die Ascension erreichen, dann haben wir etwas vom Wert zu verkaufen. Kristall Numenera jeglicher Größe und Gestalt. Keiner davon gibt es doppelt. Ich verstehe. Du willst mir einfach nichts geben. Die beiden, okay, gut, mit denen gesprochen zu haben. Mal wieder zu spät, aber immerhin. Hier war noch was zum Interagieren. Was bist denn du? Eine Blase aus Fleisch ragt aus dem Boden hervor. Eine gereizte, fiese Pustel. Sie ist fast vollkommen undurchsichtig, bis auf einige leichte Ansätze von Bewegungen, die du erkennen kannst. Die Zyste erstmal untersuchen, würde ich sagen. Du untersuchst die Bewegung im Inneren der Zyste genauer. Plötzlich kratzt eine Klaue an der Innenwand der Wucherung, so als würde sie auf deine Neugierde reagieren. Irgendjemand oder irgendwas ist in der Zyste gefangen. Wir berühren mal die Zyste und vielleicht einen Rückblick. Du spürst, wie etwas auf deinen Verstand drückt, eine deutliche Präsenz, wie ein schmerzhafter Gedanke, der ihre Erfahrung in deine Vorstellungskraft einpflanzt. Als deine Finger über das Fleisch der Zyste gleiten, strömt die Erinnerung in deinen Verstand und erfüllen ihn mit Erfahrungen und Emotionen aus Leben, die du nie gelebt hast, die aber hier in der Flur ihr Ende gefunden haben. Achso, habt ihr schon? Die Einzelheiten einer bestimmten Erinnerung erscheint unglaublich deutlich vor deinem geistigen Auge, als du nach ihnen greifst. Rückblende, cool. Dir kommt es vor, als wären etliche Stunden vergangen, bis du endlich einen Weg gefunden hast, den älteren Mädchen zu entkommen. Du vergisst deinen Stolz für einen Moment und vergräbst dich in der Müllhalde von Klein Nilesh, wo dir schon bald der Gestank von verrotteter Nahrung und flauligem Fleisch in die Nase steigt. Aber all das ist besser, als von ihnen malträtiert zu werden. In deinem Versteck aus Müll hörst du ihre Schritte näher kommen. »Wo ist diese kleine Ruba hin?«, fragt eine von ihnen. Sie steht direkt vor dir und atmet heftig. Du kannst den Zorn aus ihrer Stimme heraushören und den Schmerz ihrer Schläge schon im Voraus spüren. Mindestens vier von ihnen suchen nach dir, aber tief in dir weißt du, dass sich diese Sache immer und immer wieder so abspielen wird, wenn du ihnen nicht irgendwann die Stirn bietest. Wir halten den Atem an, versuchen ruhig zu sein. Die Jägerinnen treten willkürlich durch den Müll und eine von ihnen kommt dem Versteck so nah, dass dein Herz kurz stehen zu bleiben scheint. Du hältst deinen Atem an und bereitest dich darauf vor, loszurennen, als eine von ihnen ruft. Mirkal, hier drüben, ich glaube, sie ist hier lang gegangen. Du wirst Schritte davon eilen. Nachdem du gewartet hast, bis nichts mehr zu hören ist, öffnest du die Augen und steigst aus deinem fauligen Versteck hervor. Es hätte keinen Sinn gehabt zu kämpfen. Sie waren zu viert, wir waren alleine. Und wenn sie sich versteckt hat, wird er nicht so eine Kraft gehabt haben, um es mit Vieh aufzunehmen. Dein ganzer Körper zittert, als du aus deiner Vision erwachst. Es dauert einen kurzen Moment, bis du wieder mit deinem eigenen Körper vertraut bist. Du stehst wieder vor der riesigen Zyste im Flur. Du konntest deinen Wirt retten, aber du spürst, dass das nicht das war,
was du hättest tun sollen. Diese Vision und die anderen, die in den Phasen der Zyste eingeschlossen sind, sind so etwas wie Schlösser. Um sie zu öffnen, musst du leiden. Du musst das Opfer werden. Muss ich wirklich gegen meine Goldstruktur angehen? Wir greifen nochmal an die Zyste. So, wir haben das gleiche wieder. Sie kommen näher. Wo ist die kleine Huber hin? Wir versuchen aus dem Versteck zu springen anzugreifen. Du versuchst in einem dramatischen Einsatz aus deinem Versteck heraus deine Verfolgerin zu überraschen und ihre Anführerin auszuschalten. Stattdessen sehen sie deine Bewegung im Müllhaufen und sind auf deinen Angriff vorbereitet. Dass du bei deinem Angriffsversuch ausgerutscht und somit die Arme deiner potenziellen Peiniger fällst, hat deinen Vorstellungen nicht entsprochen. Du bist mit Fett und fauligen Essensüberresten übersät und für eine Weile fällt es ihnen schwer, dich festzuhalten. Du siehst die Gelegenheit für eine Flucht. Oder du kannst bleiben und kämpfen. Damit wirst du ihnen zeigen, dass du keine Angst mehr vor ihnen hast. Indigo und Rot. Also Indigo ist ja für die Gruppe oder für das Allgemeinwohl. Das heißt, es sind Schläger. Wir kämpfen so gut es geht. Mit einem Hieb triffst du tatsächlich das Gesicht der Anführerin, wodurch sie nach hinten taumelt. Das Blut, das aus ihrer Nase läuft, ist dunkel und rot. Ihr Blick ist aber tot und kalt. Sie wirft dich in den Müllhaufen zurück und gerade als du dich aufzurichten versuchst, mischt sich eines der anderen Mädchen ein. Das Mädchen mit den Schlangenfingern versucht, ihre Anführerin zurückzuhalten. Bitte, Mirkal, das ist es nicht wert. Oh ja, das ist sie, sagt Mirkal. Sie sieht ihre Freundin an und droht ihr. Und wenn du nicht mithilfst, bist du die Nächste. Kann es sein, dass das die aktuelle Dingens ist, die aktuelle Memovira. So eine Schlägerfrau, die immer alles besser weiß wie die anderen. Dann machen sich die vier ins Werk. Eine halbe Ewigkeit später hören sie wieder auf. Sie spucken auf dich und lassen dich zurück. Du versuchst dich zu bewegen, aber ein stechender und tiefer Schmerz auf deinen Beinen benebelt deine Gedanken. Deine Augen sind zugeschwollen, deine Zähne herausgebrochen und deine gebrochenen Finger können selbst die kleinsten Bewegungen nicht ausführen. Dunkelheit legt sich über deine Welt. Mit dem Tod deines Wirts kehrst du in deinen eigenen Körper zurück. Du weißt, dass das, was du gefühlt, was du gesehen hast, echt war. Das Leben, das du gelebt hast, war erfüllend, reich an Erfahrung und es hat hier in der Flur sein Ende genommen. Die letzten Momente deines Wirts waren von Schmerzen erfüllt. Deine Muskeln zucken noch immer vom Gefühl der Schmerzen und dein Leiden scheint von der Zyste aufgesogen zu werden, wodurch sich ihre fleischigen Fasern lockern. Es scheint, dass die Flur etwas in der Zyste eingeschlossen hat und dass dein Schmerz der Schlüssel dazu ist. Muss ich jetzt immer gegen meine Farbe argumentieren? Das heißt, wenn ich jetzt rot gewesen wäre, hätte ich hier wahrscheinlich nehmen müssen, dass ich weglaufen soll, ne? Immer das Gegenteil. Die Flur versucht mich von meiner Ausrichtung wegzubringen. Das heißt, je mehr Gold ich bin, desto schwieriger wird das Ganze hier, nehme ich an. Entsprechend der Zeit, in der man hier reingegangen ist. Ich habe so eine Vorahnung. Berühre die Zyste nochmal. Du greifst erneut nach der Zyste. Du blickst durch den seichten Schimmer und die Wellen des Kraftfelds in den stillen roten Tunneln, der in eine pulsierende Finsternis führt. Er sieht leer aus. Du kannst es sehen. Du fühlst, wie ein Auge wie Augen dich anstarren. Hungrige Augen. Aber du spürst keine Furcht. Da ist eine Leere in dir, versteckt unter einer Kruste, die du abkratzen willst. Die Leere, würde ich sagen, in dir erforschen. Du erinnerst dich an ihr lachendes Gesicht, daran, wie sie ihre Augen schloss, wie die Tentakel ihre Haare Druck auf deinen Hinterkopf ausübten, um dich für einen Kuss näher zu ihr zu bringen. Du erinnerst dich an ihr genüssliches Lachen, als du ihr erzählt hast, dass du eine verloren geglaubte Siedlung am Ende eines stillen Tunnels im Flur entdeckt hast, die von Plünderungen unberührt war. Ein Vermögen, das nur darauf wartete, gefunden zu werden. Du erinnerst dich daran, dass sie an die Hand genommen zu haben. Der Schmerz wird schlimmer. Deine Hand streicht über die Steuerung des Kraftfelds. Was ist passiert? Wir müssen uns weiter erinnern.
Du willst dich nicht erinnern, du willst nicht. Aber du forschst trotzdem weiter nach. Du hast das Schild eingerichtet, um deinen Fund vor anderen Entdeckern zu beschützen. Aber als du aus den Ruinen und von den kreischenden Dingern darunter geflohen bist, war es dieses Schild, das dir das Leben gerettet hat. Dir hat es das Leben gerettet, aber nicht ihr. Du hast gesehen, wie sie kurz vor dem retteten Ausgang über sie hergefallen sind. Bleiche Klauen mit Blut befleckt. Schreie aus dem brodelnden Haufen. So viel Blut und sie hat nicht aufgehört zu schreien. Schließlich fährst du den Schild hoch und dann kehrt endlich Ruhe ein. Du siehst deine Hand dabei zu, wie sie über die Schildsteuerung gleitet. Sie könnte noch immer da unten sein und schreien, und das ist allein deine Schuld. Das Leben, das ihr zusammen aufbauen wolltet, ist dahin, ausgelöscht. Hier bleibt noch eine Sache zu tun. Ich muss wohl immer die ärgere Sache wählen, sonst komme ich hier wahrscheinlich nicht weiter. Ich werde mich hier anschließen und das Kraftfeld öffnen. Das Leben hat keinen Sinn mehr in seinen Augen, ne? Deine Finger gleiten über die Steuerung und du deaktivierst die Bildschirme. Es folgt Stille. Sie schreit doch nicht mehr. Du spürst einen Moment lang Erleichterung. Die endlosen Albträume haben dich also doch angelogen. Du gehst einen Schritt in die Dunkelheit und dann noch einen. Dann strömen sie in den Tunnel und überfallen über dich her mit Bissen und Klauen, keifend und schreiend. Nach endloser Pein fordert dich die Dunkelheit ein. Ich muss immer sterben quasi, das ist die Zyste. Dein Bewusstsein ruft dich in seine Arme zurück, auch wenn du es noch immer emotional-physischen Schmerz empfindest. Deine Muskeln pulsieren in Antwort auf die Notsituation, in der du dich befunden hast, und wieder reagiert die Zyste auf den Schmerz. Ihre Fasern lockern sich weiter. Wie oft muss ich denn das machen? Du bereitest dich auf eine weitere schmerzhafte Erfahrung vor und greifst erneut nach der Zyste. Dein Kopf pocht, dröhnt und schmerzt, als ob er gleich explodieren würde. Du versuchst dich aus dem Kampf, um diese Region des Flurs herauszuziehen, und begegnest dem psionischen Angriffen deiner Gegner mit eisernem Willen. Ihre unerbitterliche Offensive aber droht, deine Verteidigung nach und nach zu durchbrechen. Wenn du zurückschlägst, kannst du deinen Verbündeten helfen, aber dadurch würdest du dich dem Verstand deines Feindes preisgeben. Du hast gesehen, was sie Aleto angetan haben. Aus jeder Pore seines Körpers strömte Blut, seine Schreie folgen dich auch jetzt noch. Wie kann ich sterben? Ich kann maximal angreifen. Das dürfte wohl die Sache sein, auf das hinauslaufen wird. In dem Moment, in dem du deine Abwehr aufgibst, stürzen sich deine Feinde auf dich. Sie verleiben dir Psychosen und Traumata ein, die sich von deinen Urängsten und früheren Erfahrungen nähern. Sie zersetzen dein Bewusstsein, pflanzen die Illusionen von vergangenen Liebschaften und Leben ein, die nicht deine eigenen sind. Empathie peitscht gegen die Barriere deines Verstands, und du spürst, wie die Angreifer sich hinterrücks an deinen psychomotorischen Funktionen zu schaffen machen. Es ist eine außergewöhnliche Qual. Du benutzt den Schmerz und die Wut, um den Schwächsten unter ihnen anzugreifen, und dir wird dabei klar, dass deine Feinde von einem einzigen großen Verstand gesteuert werden. Du kannst die Kreaturen nicht besiegen, es sind einfach zu viele. Deine einzige Hoffnung ist, dich gegen sie zu verteidigen oder einen deiner Kameraden. Aber nur einer von euch 10 kann den konzentrierten Angriff des Schwarms überleben. Okay, wir werden weiter zurückschlagen und wahrscheinlich dabei draufgehen. Denn hier erleben nur noch die Erinnerungen der gestorbenen Leute. Antwort 1. Du greifst an. Wieder und wieder. Du kanalisierst deine Furcht zu einem vernichteten Schlag in das Herz des Nests, aber die Energie versiegt. Du denkst, Fäden der Kontrolle schlängen sich durch deinen Körper, bis sie dich beherrschen und dein Bewusstsein mit neuen Wahrheiten füllen. Jeder einzelne der dünnen Fäden zeichnet ein neues Universum des Schmerzes auf deine blößten Nerven. Als dein Verstand langsam zu sterben beginnt, zeigen deine Freunde dir die regungslosen Körper deiner gefallenen Kameraden. Die Feinde, natürlich.
Sie sind eines grausamen Todes gestorben. Das gleiche Schicksal widerfährt auch dir. Du hast dich mittlerweile an den Schmerz in deinem Herzen gewöhnt, auch wenn Sorge und Trauer sich jedes Mal ungewohnt anfühlen. Verschiedene Facetten derselben Emotion, jede einzelne von ihnen im Licht einer anderen Erfahrung. Die Fasern der Zyste bewegen sich erneut und lösen sich ein letztes Mal. Dabei entblößt sie eine zerbrechliche, kantige Kreatur im Inneren mit einem fleischigen Knall, befreit es sich aus der Zyste und lässt auf seiner Flucht ein schimmerndes Objekt zurück. Was bist du? Ein Irrgast? Oh, okay. Jetzt, wo die Zyste ihre Gefangene freigegeben hat, liegt sie da wie eine leere, leblose Hülle am Ende ihrer Kräfte. Die Überreste untersuchen. Etwas erregt deine Aufmerksamkeit. Es ist ein Stück scharfes Metall, das aus einem Berg verrotteten Flurfleisches herausragt. Du kannst nicht einmal erahnen, wozu es dienen könnte, aber es lässt sich leicht mitnehmen. Du verstaust es in deiner Tasche. Mesmerischer Griff. Du fandest dieses Objekt im Inneren einer zerrissenen Flurzyste. Es besteht aus azurblauem Stahl und ähnelt dem Griff eines kleinen Messers, bei dem jedoch die Klinge fehlt. Also wie so ein Artefakt ist das ja. Das wird vielleicht was für Martina. Vielleicht kann ich damit so eine Zyste aufschneiden oder so einen Schlund. Ich denke, auf das wird es hinauslaufen. Ein Abikos war es. Grundwissen Natur. Die Kreatur in der Zyste war ein Abikos, ein Wesen, das sich von transdimensionalen Energien ernährt. Da es längere Zeit in der Zyste gefangen war, kann man davon ausgehen, dass es nur überlebt hat, weil es die Kräfte des Objekts aufgezehrt hat, was du eben gefunden hast. Eine genauere Untersuchung müsste dir weiterhelfen. Ich möchte die Rückstände nochmal untersuchen. Die Ausführung ist leer. Wir treten von der Zyste zurück. Okay. Das war so jetzt nicht gedacht. Ich lasse es erstmal stehen, wie es ist. Und wir gehen jetzt erstmal ins andere Gebiet, nämlich zu diesen Chirurgen. Weil es würde mich jetzt hoch interessieren, ob die was über Rin wissen. Das war meine eigentliche Intention, warum ich hierher gelaufen bin. Söldner, kann ich mit euch sprechen? Ja, mit euch kann ich sprechen. Zwei gelangweilt wirkende Soldaten in dreckigen Uniformen stehen in deinem Weg. Unter dem Schmutz kann man blaue und silberne Muster erkennen, aber nur gerade eben. Ihre Waffen dagegen sind sauber und gut gepflegt. Sie scheinen öfters im Einsatz gewesen zu sein. Die Wachen tauschen kurze Blicke aus, dann sagt der Erste mit unterdrücktem Grinsen: Willkommen in den Chirurgenfällen unter dem Schutz von Artaglios Kriegsknechten. Du bist hier für einen unserer hervorragenden Mediziner. Das kostet dich nur 12. Plötzlich bricht er ab. Keine Gebühr. Entschuldig bitte. Gedanken scannen. Ein verdammter Verstoßener. Artaglio wird das nicht freuen. Warum verlangst du keine Schin von mir? Das weiß ich ja inzwischen schon. Sag mir was über diesen Ort. Seine Blicke haften auf deiner Tätowierung. Es tut mir leid, du musst mit unserem Hauptmann Artaglio sprechen. Er und sein Partner wenden sich ab. Sie vermeiden bewusst deinen Blick. Martina, sagt dir das was? Das Verhalten? Ich hätte es mir gerade interessiert. Rangard gibt's hier. Artaglio. Bitte mit Artaglio sprechen. Okay, ich muss wohl erst mit ihm sprechen. Artaglio. Die Gesichtszüge dieses einst gut aussehenden Mannes sind eingesunken und fleckig. Das Gesicht von Sorge und Alkohol, wie der Krug in seiner Hand belegt, gezeichnet. In seiner Nase sind so viele Venen geplatzt, dass sie rosig wirkt. Jede Freude, die manchmal in seinem Geist, in seinem Gesicht war, wird von den häufig nervösen Blicken über seine Schulter überdeckt. Du folgst seinem Blick und siehst in einiger Entfernung eine knotige Masse von Flurfleisch mit wedelnden Ranken. Er sieht dich an und seine Augen bleiben an deiner verstoßenen Tätowierung hängen. Er nimmt einen langsamen, bedachtsamen Schluck. Du suchst nach Soldaten, was?
Du hast uns gefunden. Willst du einen König stürzen, ein Grab plündern, eine Karawane bewachen? Wenn du die Shin dafür hast, bist du trotzdem an der falschen Stelle. Taglios Kriegsknechte sind nicht bereit zu dienen. Geh weiter. Gedanken scannen. Ein dreifach verdammter Verstoßener. Er wird meine Männer nicht wieder zu dieser Hölle zurückschleppen. Ich verstehe, das sind die Wachen, die immer wieder verschwinden. Dann überleg dir nochmal. Gut, was willst du? Hast du irgendwelche Patrouillen der Memoriva gesehen? Der Memoriva? Habe ich das immer falsch geschrieben? Oh Gott, Memoriva? Sie waren vor einiger Zeit hier, um ihre Zölle einzusammeln. Er rülpst. Weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube, sie waren auf dem Weg zur alten Sklavenviertel. Da leben die Murren. Er hebt seinen Krug in spöttischem Salut. Viel Glück ihnen! Warum hast du meine Tätowierung angestarrt? Er leckt sich über die Lippen. Du bist einer der Verstoßenen. Ich warte darauf, dass du mir die Strafe für Fahnenflucht verkündigst. Er hält die Hand hoch, als ob er ein Signal fürs Anhalten gibt. Du siehst, dass alle seine Soldaten euch beobachten. Aber wenn du nicht mit mehr Stärke als jetzt gerade ankommst, wird dir die Vorstellung dieser Strafe schwerfallen. Fahnenflucht, wovon? Von der endlosen Schlacht? Ich dachte es mir schon. Ich bin ein Deserteur aus der endlosen Schlacht von der Seite des wandelnden Gottes. Sag nicht, du hast noch nie von mir gehört. Er schaut weg. Nein, beantworte das nicht. Lass mich dir erklären, was passiert ist. Wir hatten seit Jahren für den Kommandanten gearbeitet, der Kalkedon genannt wird. Wir hatten unseren Sold auf die harte Tour verdient, aber immer ehrenvoll. Wir nahmen immer größere Risiken auf uns und als ich eines Tages widersprach, sagte der Kalkedon, dass jeder Verstoßene meine Arbeit tun könnte. Na, für weniger Sold. Kalkedon, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Der war auf Miela West, als der Koma angegriffen hat. Ich weiß nicht, ob er entkommen ist. Verstoßene sterben nicht so leicht. Für den Rest von uns ist das anders. Als wir unser letztes Ziel für den Kalkedon eingenommen haben, stießen wir auf ein Nest von Jurlisken. Nicht von einem, sondern vielen. Ich persönlich habe dem Kalkedon, dem Kommandanten der Armee des wandelnden Gottes, davon berichtet. Er befahl mir, sie auszulöschen, koste es, was es wolle. Ich hatte im Tintag schon 10 meiner Freunde verloren. Die Kosten waren schon zu hoch. Er schaut erneut zum Schlund. Das ist ein Schlund. Gedanken scannen. Verfluchte abgeworfen. Er hält sich für Götter. Jeder einzelne von ihnen. Ups. Sie scheren sich kein bisschen um uns. Verdammt, habe ich das nicht verzweifeln gesagt? Ich glaube, ich bin der wandelnde Gott, wo ich das 3 wiederholt habe. Scheiße. Ja, bin ich so vorhersehbar. Deshalb habe ich mich selbst darum gekümmert, dass wir unseren Sold bekommen und dann sind wir gegangen. Wir sind hergekommen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, aber es sieht so aus, als wären wir noch immer nicht frei von den Verstoßenen. Die endlose Schlacht ist ein Zerstörer von Leben und ich bin verdammt stolz, dass ich nicht noch mehr dort verschwendet habe. Ja, du bist ein Soldat. Erzähl mir doch was drüber. Ich habe mich nicht vorgestellt, wie unhöflich. Er trinkt einen ordentlichen Schluck und macht dann eine spöttische Verbeugung. Attaglio, Conotiore zu Diensten, Veteran zahlloser Schlachten, Söldner momentan nicht anzuheuern. Ein Conotier? Ein professioneller Kriegsherr, ein Meister des Risikos, ein Söldnerführer, dieser Tage ein Beschützer für die guten Blutsauger der Fälle. Warum kann man dich nicht anheuern? Er blickt dich prüfend an. Ich dachte, du wärst wegen des Kopfgelds hier. Hab den Kalkedon dich nicht geschickt? Er schaut dich wieder an. Wir sind aus der endlosen Schlacht desertiert. Gelegentlich haben wir für die Miliz der Ersten gekämpft, aber meist für die Armee des wandelnden Gottes. Bis wir eine fast unmögliche Aufgabe bekommen haben.
Ich werde sie nicht erpressen und ich lüge sie nicht an. Ich kenne ihn, wenn er auf Mila West war. Ich habe sogar mit ihm gesprochen. Er hat mir... War das der? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, der was mir die Gezeitenlehre gegeben hat. Gegen Bezahlung erzähle ich jetzt nicht, dass du hier bist. Nee, auf keinen Fall. Das interessiert mich alles nicht. Ich will nur antworten auf meine Fragen. Was denn? Ja, wenn ihr eine Militärkompanie seid, wo ist dann eure Standarte? Als er eine Grimasse zieht, zeigt sein Gesicht sein wahres Alter. Ein zerschlissener alter Fetzen, klar. Aber die Truppe scheint irgendwie dran zu hängen. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie unter seiner Fahne marschieren und viele Freunde von ihnen darunter gestorben sind. Das macht seltsame Dinge mit Menschen. Er nimmt noch einen Schluck und sein Blick flackert wieder nervös zum Schlund. Gedanken scannen. Zerfetzt wie ich bin, ich würde alles hergeben, um noch einmal unser Niveau zu sehen. Ein paar diebische Morden sind hier letzte Nacht eingedrungen und wollten Essen, Waffen und Shin rauben. Wir haben nicht viel mitgenommen, aber sie haben sich unsere Standarte gekrallt. Das war ein persönlicher Angriff, glaube ich. Warum sollten sie dich beleidigen? Eifersucht? Weil wir schon mal zurückgeschlagen haben? Weil wir mehr Sachen haben als sie? Rauszukriegen, wie um Menschen denken, ist vollkommen nutzlos. Du solltest besser deinen Instinkten folgen, wenn du sie auf sie triffst. Das verstehen sie. Was auch immer der Grund, tja, sie haben das jetzt und irgendwann sollte ich sie zurückholen, aber... Gedanken scannen. Jetzt im Morden wussten genau, was sie mir wegnehmen. Sie verspotteten mich. Und warum holst du sie nicht selber zurück? Ja, es ist die Mühe nicht wert. Sie überfallen uns, wir überfallen sie. Irgendwann werden wir dazu kommen. Die Kriegsknechte, morgen vielleicht, aber wir werden uns bald darum kümmern. Er trinkt noch einen Schluck, aber trotzdem siehst du einen Schatten der Angst in sein Gesicht. Gedanken scannen. Ich kam hierher, mein Leben zu retten. Kann ich es berechtigen, die Männer für eine Flagge zu riskieren? Ja, habe ich gerade gelesen. Das macht keinen Sinn, die Frage. Noch was anderes. Was trinkst du da? Das hier, das ist Astrianischer Rum. Eines der feinsten und tödlichsten Gebräue, die ich auf meinen Reisen durch das Land entdeckt habe. Als ob man eine Decke des weichsten Fells eingehüllt und mit Liebe ertränkt wird. Und er entfernt Glanz von nahezu jedem Material, das dir einfällt. Die meisten Menschen schaffen nicht mal einen Krug, geschweige denn zwei. Selbst diese tapferen Soldaten haben Schwierigkeiten damit. Aber du, ich fordere dich heraus. Leg mit mir zu messen und ich messe mich mit dir. Stell mir die viel gepriesene Konstitution der Verstoßenen auf die Probe. Du glaubst, du kannst mich unter den Tisch drängen? Das bezweifle ich. Hoffentlich kann ich da jetzt umnehmen. Nein, kann ich nicht. 100, oh, geht sogar. Ich habe keine Stärke mehr. Es brennt auf dem Weg nach unten. Es hat keine Witze gemacht über die brennenden Eigenschaften. Aber er hat nichts von der stechenden Säure erwähnt, die dir in die Nase steckt. Tränen steigen aus deinen Augen auf, aber du schaffst es, alles runterzuschlucken. Attaglio strahlt bereit. Noch einen? Sieh einen an, Gedanken scannen. Vielleicht sind Verstoßene doch zu irgendwas tauglich. Ich habe zu wenig Kraft. Kann ich einen Gegenstand benutzen? Schampaste. Ich möchte Steam benutzen. Auf 45% auf die nächste kampflose Aufgabe. Okay. Habe ich denn hier... Kann ich hier keine Dinge benutzen, die mir Stärke erhöhen? Flur betrunken habe ich schon. Überreden brauche ich jetzt gerade nicht. Wir versuchen das nochmal. 50% auf die nächste Aufgabe haben wir als Basis. 55 ist nicht so gut. Daneben.
Fehlschlag. Er lacht, während das beste Getränk deine Kehle zuschnürt. Du schaffst es nicht, den zweiten Krug auszutrinken, und der Söldner bietet dir auch keine mehr an. Er salutiert dir und wendet sich mit einer Geschichte an seinen Soldaten. Und damit, mit dieser vergeigten Zechprobe, verabschiede ich mich für diese Folge und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Mike. Stößchen.